Wo leben Sie heute? Oh Gott. Nirgends. Heißt? Ich bin da, und wenn es mir auf die Nerven geht, Flugzeug, dann bin ich da. Wenn es mir auf die Nerven geht, bin ich da. Wovon leben Sie? Wovon leben Sie? Von meiner Rente. Heißt? Warum glauben Sie, ich sitze hier? Nur für Geld? Nur für Geld? Nur für Geld? Wie jetzt? Nur für Geld? Ich dachte, der Berger ist da, weil er den Lanz adoptieren oder ein Autogramm von Blümchen haben will. Vielleicht kann er auch einfach nicht mehr pennen und hat sich deshalb ins ZDF-Schlaflabor eingemietet. Keine Ahnung. Aber nur für Geld? Okay, man sollte ihm allerdings seine Gage besser ausschließlich in Münzen auszahlen. Bei Scheinen weiß man halt nie, ob der durchgewischte Pulverpapst die nicht gleich wieder rollt, um sich dadurch illegale Substanzen, Glaubersalz oder Granufink in den verhornten Rüssel zu ziehen. Naja, ist ja auch egal, warum Helmut Underberger jetzt hier bei der Landstreckenwaffe des zweiten Programms mit seiner neuen Frisur Gassi geht. Endlich gibt's mal wieder vernünftige Gespräche. In der Zeitung steht, Sie müssen uns jetzt einmal aufklären, dass Sie ein Kandidat für das nächste Dschungelcamp sind. Yes. Haben Sie davon gehört? Nein, man hat's mir angeboten, ja. Wirklich ernsthaft? Und denken Sie ernsthaft darüber nach? Ja, warum nicht? Wie viel wollen die zahlen? Oh, la, 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 la. Ungefähr. Fünfmal heißt 50.000, ja? Okay. Da können Sie mich vergessen. Du. Na, okay, kommt da gar nicht in Frage. Ab wann würden Sie einsteigen? 100.000? Ja, ungefähr. Ohne Steuern. Ohne Steuern? Ja. Und ich versteuere in Maurizio. In Maurizio? Wer ist dieser Maurizio? Auf der Insel. Mauritius ist die Insel. Der blaue Maurizio bin ich. Herr Berger, trotzdem bleibt die Frage, warum tun Sie sich so etwas Furchtbares freiwillig an? Das ist ja, ich merke ja sowieso nichts mehr. Ja, also andere, die ritzen sich in die Arme, um was zu spüren oder mit dem Feuerzeug. Aber ich habe gesagt, ich gehe in dieses Reste-Promi-Laber-Hospiz hier und gucken, ob ich das überlebe heute Abend. Ich hatte eigentlich nicht diese Sendung gemeint, sondern das Dschungelcamp. Vermissen Sie da in Ihrem Alter nicht etwas den Luxus, die Hygiene vielleicht auch? Wieso in meinem Alter? Ich bin 68, aber ich fühle mich noch immer wie mit 168, ja? Hygiene ist doch was für Weiber. Ja. Sieh mal, ich habe mir schon auf dem Rosenball in die Hosen geschissen auf Monaco. Da warst du noch nicht mal auf der Welt, Bürstein. Ja. Im weißen Anzug. Und da saß neben mir die Grace Kelly und nicht die Mutter von der Katzenberger. Übrigens für 50.000. Ja, 50.000 scheiß ich dir hier jetzt ins Studio. Ich bin ja Schauspieler. Aber haben Sie nicht Angst, dass wenn Sie dort im Dschungel einmal ausatmen, beispielsweise die Koalabären von den Bäumen fallen könnten? Jetzt nur mal. Und? Dann fräse ich die. Ja, das ist Natur. Ich bin ja Jäger. Ich kann mich auch nackt auf den Bauch in den Fluss legen und mit meinem Dödel Fische fangen. Der geht bis auf den Grund. Für 100.000 hol ich den jetzt auch hier raus und peitsche dich damit aus. Bin hier das Volk. Herr Berger, wären Sie eine Frau, also zum Beispiel Jenny Elvers, und verheiratet mit einem PR-Manager, dann würden wir morgen über Ihre Alkoholkrankheit lesen und für Sie beten müssen. So allerdings sind Sie einfach nur der alte, durchgeknallte Berger und wir können entspannt über Sie lachen. Finden Sie das nicht ungerecht vielleicht? Was?
Ich höre schon seit über einer Woche gar nicht mehr zu, was du da aus der Perücke murmelst. Ja? Aber für 150.000 Cash Unsteuer, ja, ziehe ich mich hier nackt aus und beiße dir auf der Bühne eine Ente tot und trinke das Blut. Nein, 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 danke. Aber Sie könnten in meine nächste Wetten-Das-Sendung kommen. Da müssten Sie nur eine Katzenmütze tragen, sich 3 Stunden zu mir aufs Sofa setzen und mir beim Sackhüpfen zuschauen. Nicht für 1 Million, nein. Ich gehe in den Dschungel, um die 50.000 Knacker mitzunehmen. Ja, ja. Was soll denn dieser Unsinn? Ja. Lass uns mal meine Haltung wieder. Das ist mir ehrlich gesagt. Such mal, dann geh doch nach Hause. Nicht, das geht gerade nicht. Die sagen alle, die da drin waren, naja, so eine gewisse Kunst hat es auch schon. Jetzt sind wir im Grimmelpreis, dann lassen Sie mich doch mal reden. Ein Unfug ist das alles. Wir müssen nicht über Dschungel reden, wir müssen nicht darüber reden. Denken Sie an Ihr Herz, machen wir Sorgen um Ihre Gesundheit. Das ist unglaublich, sich hier hinzusetzen und zu sagen, ich will mit erhobenen Hauptes raus. Ich fresse Schwänze, aber mit erhobenen Hauptes. Stopp. Was soll denn das? Nein, nicht Stopp. Der Junge ist einfach zu unbekannt und hat vielleicht nur 50.000 gekriegt. Frau Nick kriegt 150.000. Wie weit sind wir denn langsam? In meinem ganzen Leben. Noch nicht so eine aggressive Frau wie Sie gesehen. Nee, aber ich finde es respektlos. Ich weiß. Ja, das ist das eine. Ich zitter am ganzen Leib und das findest du in Ordnung? Komm, bitte, ganz ruhig. Das wird mal Zeit, mein Junge, du. Dass du dir mal überlegst, was du hier machst in dieser Runde. Mit Leuten, die du so... Stopp, bitte, einmal ruhig. Nein, ich bin nicht ruhig. Ich bin sowieso viel zu ruhig. Grimme Preis fürs Dschungelcamp. Warum nicht gleich den Fernsehpreis für Barbara Salesch oder den Integrationsbambi für Bushido, hä? Achso, das gab's ja schon alles. Ja, aber da kann ich doch nichts für. Doch, Bürschchen, und ob, überlegt er das mal warum. Und das mit dem Ozonloch und der Klimakatastrophe, das finde ich auch eine Sauerei von dir. Das ist höchste Zeit, dass du dir da mal was dagegen überlegst hier in der Runde. Nein. Also bitte, jetzt ist aber mal Ruhe. Nimm deine Hand da hier mal weg, mein Junge, das ist nicht deine Sendung, ja? Wie bescheuert sind wir denn hier eigentlich inzwischen alle? Dieses Rumgebrülle hier, ich kann es nicht mehr hören. Mir platzt die Fontanelle. Hör endlich auf, mich anzuschreien. Aber ich sag doch gar nichts. Ja eben, dann solltest du das vielleicht mal, du Schrittschwitzer. Sonst höre ich ja nie auf, dich fertig zu machen. Oh, dieses weibische Rumgeeier und Gewimmer, das hält ja keine Sau aus. Eine ZDF-Talkshow ist doch kein Streichelzoo. Ich krieg ja noch Sacksausen langsam. Also jetzt. Das muss ich aber wirklich mal bitten. Wenn du mir noch einmal mit der Karte von der Nase rumfummelst, dann zieh ich dir den Scheitel bis zur Kimme, ist das klar? Oh, ich hab noch nie so eine brutale Frau gesehen, du. Ihr habt doch richtig Angst, ja. Das könnt ihr auch mal alle haben, ne? Ich schrei euch alle tot, wenn ich will. Aber findest du das eigentlich gut, also mir und allen anderen hier so dolle Angst zu machen? Ich bin Dschungelkönig und ich zitter am ganzen Leib hier. Schau dich an. Na, dann scheiß dir doch in die Hose, du labberiger Wendelpupser, ne? Und dann kannst du ja mal versuchen, hier erhobenen Hauptes aus dem Studio zu gehen, wenn dir die feige Flitzekacke aus den Hosenbeinen läuft. Du zitternder 10-Zwischenräume-Abtrockner, du! Nein. Jetzt ist aber halt definitiv... Halt jetzt endlich mal dein Maul oder ich reiß dir den Kopf ab und kack dir in den Hals! Verdammte Scheiße, ich bin eine renommierte Künstlerin. Ich verkaufe doch nicht meine Würde und fresse erhobenen Hauptes rohe Wildschweinrosetten für 50 oder 100.000 Euro. Wie blöd seid ihr denn alle hier eigentlich? Ist ja gut. Und für 200.000? 200.000 Euro? Nur für 2 Wochen im Busch hocken und Pimmel kauen? Gut, dann bin ich dabei. Wäre ich auch sonst schön blöd, ne? okay, Themawechsel. Markus, mein Lenzchen, hattest du dir noch eine Frage? Welche Rolle hat Glaube in Ihrem Leben gespielt? Überhaupt irgendeine? Wer? Glaube. Der Glaube an Gott. Mhm. Ich glaube an meinen eigenen Gott, aber ich glaube, ich bin kein Bodyguard. Heißt? Ich habe meinen eigenen. Ja, was heißt das? Glauben Sie zum Beispiel an ein Weiterleben nach dem Tod? Nein. Ich komme zurück und dann vielleicht als Affe oder was, ist mir auch scheißegal. Als was? Als Affe, ist mir auch scheißegal. Ja. Oder eine Kakerlake. Aber man kommt zurück grundsätzlich, glauben Sie das? Nö. Nee. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Das habe ich mich nie interessiert.
Und auch wenn ich zurückkomme. Helmut Schmidt hat was Schönes gesagt. Nein, aber ich bin so gefährlich im Privatleben und in meinem Geschäft bin ich ja sehr hart. Mhm. Sehr hart. Und vielleicht komme ich dann zurück eben eines. Reinkarnation. Der Glöckner von Notre Dame. So wie Sie gerade geguckt haben, bin ich mir nicht sicher, ob Sie dafür zurückkommen müssen. Ja, sehr, sehr amüsant, dieser Südtiroler Witwentröster. Aber im Ernst jetzt mal, ja. Ich glaube nicht an Wiedergeburt, ja. Obwohl mein Toupet war schon mal tot. Ich habe es selbst überfahren. Auf der Landstraße. Und mir dann aufnageln lassen. Ne? Meine Vitalfunktionen habe ich ja ohnehin schon lange eingestellt. Aus Kostengründen. Nur der Körper läuft noch auf Reserve und ein Teelicht im Dachstuhl. Ne? Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass einem so 4-5 Containerladung Koks derart das Hirn panieren. Ja? Weil in meinem Geschäft bin ich sehr hart. Sehr hart. Ja? Wenn ich mein Geschäft mache, dann will ich nicht gestört werden. Ich war ja mal der schönste Mann der Welt. Dann wurde ich wiedergeboren als Affe. Aber beim Kacken sehe ich noch immer aus wie ein junges Reh. So, und jetzt brauche ich drin einen Schnaps oder einen Schlaganfall. Aber ich habe keinen Bock mehr auf dieses dümmliche Gelaber hier. Ne? Bedienung!